Wäre es nicht großartig, wenn wir alle notwendigen Klimaziele erreichen könnten, ohne Angst, um unsere Jobs haben zu müssen? Wenn wir eine gerechte Mobilität für alle hätten, unabhängig vom Geldbeutel oder davon, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt, und eine gute Arbeit in Industrie- und Verkehrsunternehmen. Aber geht das überhaupt? Und was wird beispielsweise aus den Beschäftigten in der Automobilindustrie, wenn dann viel weniger Autos produziert werden und nur noch E-Autos? Wenn wir in Zukunft auf umweltfreundliche Transportmittel und einen gut ausgebauten, preiswerten öffentlichen Nah- und Fernverkehr umsteigen, eröffnet das ein riesiges wirtschaftliches Potenzial. Es braucht viel mehr S-Bahnen, Regional- und Fernzüge, neue Leitsysteme, Schienen, Werkstätten, E-Bus-Systeme mit Oberleitung, spezialisierte E-Nutzfahrzeuge, Lastenräder und E-Bikes. Für den eigenen Bedarf, aber auch für den maßvollen Export. Das muss alles produziert werden. Eine gerechte Mobilitätswende, die soziale und ökologische Aspekte maßgeblich berücksichtigt, braucht also unglaublich viel Arbeitskraft. Auch bei Halbierung der Automobilproduktion und einem entsprechenden Wegfall von bis zu 250.000 Stellen könnte insgesamt gesehen ein Zuwachs an Arbeitsplätzen entstehen, wie eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung belegt. Wenn die Fahrgastzahlen um einen Faktor von 2,5 zunehmen sollen, sorgt das für bis zu 314.000 neue Arbeitsplätze. In Kombination mit einer kurzen Vollzeit für alle bei vollem Personalausgleich wären sogar 436.500 neue Arbeitsplätze drin. Aber besteht dabei nicht die Gefahr, dass man eine anspruchsvolle, abgesicherte Tätigkeit gegen einen Dienstleistungsjob zu schlechteren Konditionen eintauschen muss? Nein, denn bei den neuen Stellen handelt es sich nicht einfach nur um irgendwelche Ersatzarbeitsplätze, sondern um unentbehrliche industrielle Tätigkeiten. Um die produktive Basis für eine klimagerechte Mobilitätswende zu schaffen, sind das Wissen und die Fähigkeiten der Beschäftigten unverzichtbar. Aber machen wir uns nichts vor. Die Konzerne werden bei einer sozial-ökologischen Transformation nicht freiwillig mitmachen. Ihnen schwebt eine Antriebswende vor. Keine echte Mobilitätswende. Also viele Millionen neuer privater E-Autos statt alter Dieselkarren. Statt Alternativen zu finden, die dem Gemeinwohl dienen, wollen sie so lange wie möglich hohe Profite erzielen und reiten daher das Pferd, bis es tot ist. Deshalb bleibt nur eins: der breite Zusammenschluss von Beschäftigten und Gewerkschaften aus unterschiedlichen Branchen, von Umwelt- und Klimabewegung, linker Politik und kritischer Wissenschaft. Denn nur gemeinsam können wir eine echte Mobilitätswende verwirklichen. Einen Spurwechsel, der uns und den kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft und gute Arbeit ermöglicht.